Mensch, hab ich einen Hunger. Ich auch. Jetzt haut ihr uns den Bauch voll. Na, habt ihr Hunger? Na klar, einen Bärenhunger. Und einen Riesendurst. Ich glaube, ihr habt etwas vergessen. Mhm. Was denn? Das wisst ihr nicht? Nein. Zeigt mal eure Hände. Das war die Fahrradkette. Sie ist abgesprungen. Ja, und ohne Kette fährt so ein Rad eben nicht. Hände waschen. Wenn es unbedingt sein muss. Hände waschen, Hände waschen. Ja, mit Seife. Pfui, Deibel, schmeckt echt bescheuert, dieses Fahrradöl. Pfui. Wirklich übel. Ich habe eine prima Idee. Ach. Wir sollten ein paar Zellen infizieren. Ja, es soll ja immer noch Kinder geben, die vergessen, sich die Hände zu waschen. Von wegen vergessen, SOS. Das ist ja eine richtige Sturmflut. Ich kann nicht schwimmen. Und ich dachte, du rettest mich. Rauslassen! Lasst mich hier raus, verflixt nochmal. Wäsch dich mit Seife, das ist ja barbarisch. Und ich, Dummkopf, hab mein Surfbrett vergessen. Nicht nur sauber, sondern rein. Na also, ging doch ganz schnell. Der Mund. Hier beginnt die Verdauung. Die Zähne sind unsere Spezialwerkzeuge und haben die Aufgabe, die Nahrung zu zerkleinern. Die Schneidezähne zerschneiden. Die Eckzähne zerreißen, die Backenzähne mahlen. Die Speicheldrüsen sondern ein Sekret ab, den Speichel, der mithilft, die Nahrung zu verdauen. Gleichzeitig ist er ein Desinfektionsmittel gegen Bakterien im Mund. Mehr als ein Liter Speichel wird jeden Tag produziert. Wieso macht Essen eigentlich so viel Spaß? Weil es da so gut schmeckt. Bah. Unsere Zunge hilft uns, vier Grundgeschmacksrichtungen zu erkennen. Bitter, sauer, süß, salzig. Die Geschmacksnerven schicken ihre Boten aus und teilen dem Gehirn mit, um was es sich handelt. Das gilt auch für heiß und kalt. Mensch, nimm den Kopf runter. Zu wenig. Überprüft noch mal die Dosis. Tja. Ja. So. Danke. Fertig zum Abschmecken. Fertig, Chef. Suppe bereit zum Abschmecken. Ich rieche schon. Ich würde mal sagen, da fehlt Salz. Wahrscheinlich zu wenig Salz. Zu wenig Salz. Weitergeben. Schnell, danke. Nicht genug Salz. Weitergeben. Hey, du da, hör mal. Was denn, ich? Genau dich meine ich. Es fehlt Salz, du Superkoch. Weiterleiten, und zwar sofort. Ich bin doch nur Küchenjunge und ich weiß nicht wohin. Wir arbeiten hier in einer Nervenzelle. Hier gibt's ja wohl genug Leitungen zum Gehirn, du Trottel. Ich verstehe nur Leitung. Nervenleitung. Genau. Und dafür bin ich zuständig. Ich kenne mich da aus. Schauchen! Wimmel, wimmel. Da fehlt Salz. Ohne Salz schmeckt alles langweilig und fad. Ja. Da, Chef, bereit zum Abschmecken. Bon. Chef, Süppe bereit zum Abschmecken. Hm? Zu viel Salz, viel zu viel Salz. Mal sehen. Zu viel. Verzeihung, Chef. Wieso kümmern wir uns hier nur um das Salz und nicht um die anderen Geschmacksrichtungen? Verstehe ich nicht. Wir sind eben eine Spezialzelle hier, sozusagen die Experten für alles Salzige. Für die anderen Geschmacksrichtungen gibt es andere Spezialisten. Hier zum Beispiel ist ein süßer Junge. Hier ein bitterer. Und der gibt uns Saures.
quatsch nicht rum, sondern tut lieber mal was. Zu viel Salz, weiterleiten. Und wenn ich bitten darf, verdammt schnell. Und die Drecksarbeit dürfen wir wieder machen. Ich habe eine gesalzene Nachricht. Und meine Wenigkeit hat eine gezuckerte Nachricht. Die ist auch nicht zu verachten. Ich bringe bittere Nachrichten. Und es ist wichtig, dass man an höchster Stelle darüber Bescheid weiß. Ich bringe saure Nachrichten. Sauer, das ist unangenehm, also sehr dringend. Deswegen muss ich der Erste sein. Erzähl doch nicht so'n Mist. Wir rennen alle mit derselben Geschwindigkeit. Genau. Und warum sollen wir überhaupt zusammen ankommen? Wir sind die Boten für die vier Grundgeschmacksrichtungen. Und die müssen miteinander kombiniert werden. Also, wenn wir zusammen ankommen müssen, dann brauchen wir doch jetzt nicht so zu rennen. Find ich auch. Da hat er recht. Leider. Wie denn? Was denn? Was ist los? Wir essen gerade, Meister, und das hier ist Pfeffer. Pfeffer, ja. Viel Pfeffer, viel zu viel Pfeffer. Sollen wir das sofort weitergeben? Halt, wartet mal. Ich brauche erst den Gesamtgeschmack. Ich rieche zwar etwas, aber ich schmecke noch nichts. Hat denn dieses Sandwich überhaupt keinen Geschmack? Wo sind denn die Geschmacksboten? Zu salzig, zu viel Salz. Ein bisschen zu wenig Zucker. Und ein ganz kleines bisschen zu bitter. Durchschnittlich sauer. Bitte, wir haben alles schriftlich. Nun hört mal, Kinder, ihr müsst ein bisschen ernster an die ganze Sache herangehen. Mit dem Geschmack spielt man nicht. Das ist eine Einheit von verschiedenen Empfindungen, ein Zusammenklang wie ein Orchester. Das muss alles aufeinander abgestimmt sein. Kapiert? Also mir hat's geschmeckt. Es war umwerfend köstlich lecker. Vielleicht ein bisschen viel Salz. Nein, Bulli, nicht beim Essen. Verzieh dich. Mama sagt, es ist schlecht, wenn man zu viel Salz isst. Trinkt schön eure Milch, denn die ist gut für eure Zähne. Du trinkst sicher auch viel Milch, denn deine Zähne, die glänzen schön wie Elfenbein. Es ist Elfenbein. Dann bist du ein Elefant. Ich habe nicht ganz so große Ohren, aber unser Elfenbein ist von einer ganz harten Schicht umgeben und die heißt Zahnschmelz. Kommt das von Schmelzkäse? Ganz im Gegenteil. Es ist das härteste Material in unserem Körper. So ein Ekelfraß, pfui Teufel. Würde ich ja nicht mal meinem Hund anbieten. Ach, ich denke immer nur an eins, an weißen Zucker. Ach ja, Zucker an der richtigen Stelle. Ganz genau. So ein bisschen Zucker ist schöner als ein Kilo Goldstaub. Ach ja, Zucker, Zucker. Wie schon die Römer sagten, in Veritas Zucker gibt's kein Geglucker. Wir wollen Zucker lecken, wir wollen Zucker schmecken. Am liebsten haben wir Zuckerschnecken. Hm, Kuchen. Und so süß. Sehr viel Zucker. Viel zu viel Zucker. Weiterleiten. Nicht Zucker hin, nicht Zucker her. Bei so viel Zucker. Na, na. Bin ich Arnold Zuckerecker? Hoch mit euch, ihr müden Krieger. Ich hab was zu schleckern gefunden. Da schmeck ich links, da schmeck ich rechts, danach meine Seele lechzt. Und wenn die Gelenke knacksen, eure Muckis werden wachsen. Eins, zwei, zwei.
2, 2, 1. Genug trainiert, jetzt geht's an die Arbeit. Schaut mal, ein ganz schalanker junger Backenzahn. Backenzahn, schöner als ein Wasserhahn. Alles noch ganz unversehrt, kein Krönchen und kein Blöppchen. Der Backenzahn ist so beliebt, weil es hübsche Löcher gibt. Der Backenzahn ist so beliebt, weil es hübsche Löcher gibt. Ganz schön anstrengend. Ich bin auch schon ganz fertig. Wir klettern da hoch und besteigen ihn von der Ostseite. Doch vorher erstmal Zucker fassen. Ja, süß ist gut. Süß ist gut. Genug geschleckt! An die Arbeit! Klopf, klopf, klopf. Klopf, klopf, klopf. Ach, hier, du bist dran. Ein Lied! 3, 4! Und dann hauen wir mit dem Hämmerchen den Zahnschmelz. Den Zahnschmelz kaputt! Los, hochziehen! Und schön das Seil festhalten. Sonst schlag ich auf. Ein schönes Lied zur rechten Zeit schafft den Zahn mit Leichtigkeit. Gleich sind wir da. Geschafft. Echt, echt. Da vorn. Wir fangen da vorn an, Männer. Und warum nicht gleich hier? Qualmtüte, Matschkopf. Wir sind hier viel zu ungeschützt. Hier ist es viel zu gefährlich. Da vorne gibt es schöne Vertiefungen. Da können wir uns verstecken. Und jetzt ist Schluss mit dem Gequatsche. Los, vorwärts. Aber zunächst einmal Zucker fassen. Losung des Tages. Den Zucker greife ich mit beiden Händen und schleck ihn gern von allen Wänden. Links. Links. Stopp! Bohrer, Pickel, Hammerschlag, bringt den Menschen Schmerz und Plag. Hier fangen wir an, her mit den Pickeln. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ist doch drei. Cool, Chef. Wir hacken uns hier die Finger wund und es gibt nicht mal den kleinsten Kratzer. Zahnschmelz ist ein verdammt hartes Zeug, das härteste im menschlichen Körper. Und so ein schönes Kariesloch entsteht nicht auf die Schnelle. Das braucht seine Zeit. An die Arbeit. Vorwärts, vorwärts. Ist doch langweilig, Chef. Warum machen wir nicht was anderes? Du Idiot, das ist doch unser Beruf. Wir können doch gar nichts anderes als löchern. Nur nicht durchhängen, Jungs. Ihr seid außerdem die größten Spezialisten. Da hat er recht. Wie ein Specht. Ihr müsst nur immer an das wunderbare Kariesloch denken. Schön schwarz und schummrig. Da können wir uns vermehren. Und eins kann ich euch sagen, das wird ganz schön wehtun. Wirklich? Sehr, sehr weh. Und wenn wir erst mal an der Wurzel sind, geht's dann direkt ins Blut. Das gibt eine richtig tolle Infektion. Da kommt eiter Freude auf, sag ich euch. Los, Männer! Und... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was ist los? Wir fahren eine härtere Gangart her mit dem Presslufthammer. Ganz grobes Gerät. Da kann man nicht meckern, der versteht sein Handwerk. Das ist ein alter Flachbohrer. Der hat schon 3 Zähne geknackt. Er macht die schönsten Löcher und die besten Wurzelentzündungen weit und breit. Also ich sage euch, wenn ich in Rente gehe, mache ich's mir schön gemütlich in einem faulen Zahnloch. Verflucht, ganz schön hart. Das ist ein junger Zahn und auch völlig gesund. Aber verlasst euch auf mich, den werde ich auch noch knacken. Pierrot, Pierrette, wo seid ihr denn? Hier, Mama. Jetzt spring doch schon. Ich bin auch hier. Jetzt spring doch endlich. Sagt mal, ihr zwei, habt ihr euch eigentlich die Zähne geputzt? Na komm, sei ein braver Hund und spring. Nein, hab ich vergessen. Ich putze sie heute Abend. Das reicht doch. Kommt nicht in Frage. Ihr macht das sofort. Wenn man etwas Süßes gegessen hat, muss man sich gleich danach die Zähne putzen. Sonst bekommen die Zähne kleine Löcher. Tun kleine Löcher denn so weh? Aber und wie. Und jetzt rasch ins Badezimmer. Oink, oink, oink.
Was ist denn das? Achtung, das ist eine Zahnbürste. Macht das hier weg und rette sich, wer kann. Verfluchtes Zähneputzen und auch noch Zahnpasta. Das ist aber nun ganz übel und unfair. Das hat uns gerade noch gefehlt. Das alles ohne Schwimmflossen. Waren auch schon mal trockener deine Streichhölzer. Kann man wohl sagen, so ein Mist. Pass doch auf, man ist von Anfang an eingekreist. Sie naschen zu gern am Zucker und irgendwann werden sie es schon mal vergessen, sich die Zähne zu putzen. Das ist wirklich kein Leben, das Spaß macht. Und wir haben noch Glück gehabt. Was nennst du daran Glück? Naja, es hätte schlimmer ausgehen können. So ein Zahnputzzeug ist ja wahnsinnig giftig. Hey, ich brauch jetzt Zucker, Zucker! Ja, hoppla! Hey, was ist denn das? Alles Gute kommt von oben. Ja, was haben wir denn da? Ja. Oh ja, das ist es, Zucker! Ja, köstlicher Zucker! Das gibt Schnaps! Auf ans Werk, Jungs! Meißelhammer, Pickelschlag, bringt den Menschen Schmerz und Plag! Alle! Meißelhammer, Pickelschlag, bringt den Menschen Schmerz und Plag! Da sind wir wieder! Jungs, an die Hämmer! An die Hämmer! Nicht mal ein Kratzer. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Beinahe hätte ich es geschafft, aber ohne Zucker keine Muckis und ohne Muckis keine Löcher. Sehr schön, warum nicht gleich so? Wunderbar, wie die Muckis sprießen, wie im Frühling die Radiesen. Jetzt werden wir uns erst einmal vermehren. Und jetzt an die Arbeit. Mein Zahn tut der weh. Na, wo ist denn das Stöckchen? Hier ist es. Na, hier ist es doch gemütlich krank, oder? Männer, hierher! Wir schaffen es, bis zur Wurzel ist es nicht mehr weit. Ein bisschen tiefer und wir sind fündig. Jetzt legt mal einen Zahn zu. Und nun Druck. Chef, wer schafft, braucht Kraft und wir sind völlig untergezuckert. Kurze Bohrpause, gleich wird wieder aufgezuckert. Ich hoffe für die Bohrmannschaft, dass aus der Zahnpastatube nur heiße Luft kommt. Das wäre genau das Richtige für uns. Der große Bucker ist der Zucker. Hurra, hurra, hurra! Wir wollen buckern, wir wollen zuckern! Schmeckt verdammt gut, das Zeug. Ich könnte darin baden. Schmeckt das gut und so süß.
Aua, tut das weh. So richtig schlimm. Hilfe! Weit aufmachen und A sagen. A. Das ist schon ein ganz schön tiefes Loch. Dadurch kann sich die Wurzel entzünden. Das muss ich reparieren. Aber wieso denn ich? Ich putze mir oft die Zähne. Ganz doll. Jeden Tag einmal, manchmal sogar zweimal. Das ist aber nicht genug. Auch wenn es lästig ist, du musst es jedes Mal tun, wenn du etwas Süßes gegessen hast. Muss das wirklich sein? Ja, sieh mal. Im Mund gibt es Bakterien, die nur vom Zucker leben. Je mehr Zucker diese Schädlinge bekommen, umso mehr greifen sie die Zähne an. Da gibt's nur eins, sie verjagen mit Zahnbürste und Zahnpasta. Genau da tut es weh. Es tut weh, weil die Nerven angegriffen sind und weil sie den Schmerz weitergeleitet haben. Und wenn es den Bakterien gelingt, bis ins Blut vorzudringen, besteht die Gefahr, dass sich die Infektion in anderen Bereichen des Körpers ausbreitet. Aber glücklicherweise gibt es ja in unserem Körper eine Polizei. Was ist denn da drin? Es ist ein kleines Gefäß und darin fließt Blut. Und was kann dieses Blut? Es bringt den Zähnen Sauerstoff und dann fließt es wieder in den Körper zurück. Klingt ja verlockend. Man müsste da hineinkommen, dann fließen wir auch ein bisschen in den Körper. Ja, wäre eine feine Sache, aber es wird streng kontrolliert. Wir müssen höllisch aufpassen. Angst haben. Also vorwärts, Leute. Wir mischen uns unter sie. Wir wischen am unteren Knie. Wir wischen am unteren See. Wir kriechen in munteren Tee. Ich habe das Gefühl, heute ist alles in schönster Ordnung. Sieht so aus, aber wir müssen die Augen offen halten. Die Zähne sind ein empfindlicher Bereich, da versucht manch einer hereinzukommen. Ich rufe die Lymphozytenpolizei. Hier ist Polizist Dicky auf Posten 117. Hier laufen so ein paar komische Typen vorbei. Könnt ihr die mal überprüfen? Nachricht erhalten, Dicky. Wir kümmern uns darum. Das sind ja wirklich ganz gerissene Kerle. Sind das Streptokokken? Diese üblen Jungs müssen wir aufhalten. Tun wir das. So, das war die Betäubung. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen sauber machen. Dein Zahn ist wie neu. Pass auf, er muss das ganze Leben noch halten. Nach jeder Mahlzeit werden die Zähne geputzt, denn es gibt nichts über gesunde Beißerchen bis ins hohe Alter. Spürst du?